Hallo und herzlich willkommen zum Landfischer-Simulator Community Server. Du kannst auch im Fahren abfahren. Und der Jonas liest uns vor, wer denn alles mitspielt. Jo, heute ist dabei der Florian, der Crazy Wild, Hendrik, Jojo, Kai, Lehkeule, Luis, Max, Mutzu LP, Nick und Philipp. Jo. Wer ist Mutzu LP? Hallo. Moin. Moin. Servus. Ja. Bill, Leute. Ja, was gut, ich auch geil finde, das hatte ja zum ersten Mal, glaube ich, der Case vom Titanium, also den, den wir hier auch gerade als Drescher benutzen. Wenn man sich die Auspuffklappe anguckt und vom Gas geht, dass man halt sieht, dass weniger Abgase im Endeffekt transportiert werden. Also, dass die Klappe sich schließt. Das ist schön. Gibt's eigentlich schon den Gülle Mist Mod für ein LS15? Ja klar, nope. Den gab es von Anfang an. Könnten wir den mit reinnehmen? Weil dann sieht das auch noch ein bisschen besser aus, wenn wir so Gülle auf dem Feld haben. Haben wir den gar nicht drin? Also, wundert mich jetzt. Es gibt halt einmal die Version, glaube ich, mit Kalk und einmal nur Gülle Mist. Mutzel, wie viel fährst du? Das kehrt der Farmer um. Ich hab 17. Nein, ist meine. Wow. Was mir aber auch aufgefallen ist, ganz extrem, jetzt wo ich hier wieder, ich liebe ja sowieso die Sonnenuntergänge sehr in LS, aber wenn man sich die Bilder angeguckt hat von der Osteuropa-Map, ich glaube, die haben eine ganz neue, einen ganz neuen Himmel verbaut. Nicht mehr den von Bjornholm und Hagenstedt, sondern irgendwas anderes, weil der sah viel kontrastreicher und so viel farbenfroher irgendwie so aus. Ja, warte, bis du voll bist, dann lade ich dich wieder ab. Ja. Ach so. Max, ich bin gleich wieder leer. Und ich bin leer. Max, du kannst wieder ab. Ich hab doch vorhin gemeint, ich sollte auf Nacht spulen, damit die Parts kleiner werden, ne? Dreschen ist da übrigens ganz tödlich. Vor allen Dingen im Sonnenuntergang. Boah, ey. Aber das ist mir heute relativ egal, weil ich heute Nacht nicht mehr so viel hochladen muss. Sieht gerade richtig schön aus mit den drei Dreschern so hinterher. Boah, da geht was vorwärts. Oh nee, da ist wieder einer mit vier Anhängern, ich versteck mich. Oh, ach so, der Cave. Angst. Okay, warte mal, du kriegst jetzt was. Nee, Angst nicht, aber ich will da nie sehen. Muss ich wieder zum Augenarzt. Ich hab jetzt Augenkrebs. Oh. Ich bin auch nicht aus der Welt mit meiner Agroliner. Ich meine, zwei Agroliner oder sowas habe ich gar nichts dagegen, aber vier und dann auch noch gemischt. Ja und? Holst dir halt einen 60 Kubik Kipper. Ist auch viel. Okay, hast du nachgelegt? Hast du nachgelegt hier? Es gibt einen neuen Case, ne? Einen neuen Case Puma Mod von Timber. Der kam heute. Das ist ein Puma 165. Der sieht besser aus als der alte auf jeden Fall. Und der sah ja schon ziemlich geil aus. Oh, wir metern das Feld hier weg mit vier Dreschern. Geht aber jetzt auch. Ja, gerade mit so viel Abfahrern, wenn du halt wirklich nie stehst und einfach nur Meter machst, ist das echt krass, was die wegschaffen. Sorry, Jojo. Aber irgendwo ist dann auch so ein Zeitpunkt angekommen, da hast du dann halt eben so alles und ich finde, dann macht es dann auch irgendwie keinen Spaß mehr, wenn du dann einfach nur noch die großen Maschinen hast und dann irgendwie unendlich Geld hast und dir alles kaufen kannst. Ja, so ist das halt irgendwann. Es müsste gerade so auf Dauer noch ein bisschen komplizierter werden oder irgendwas, ja, irgendwie so Sachen, die einfach mal passieren können, die man vielleicht auch nicht so richtig verhindern kann, was weiß ich, irgendwelche Krankheiten bei den Tieren oder so, dass man auf einmal keine Kühe mehr hat oder so. Sowas wäre zum Beispiel ganz interessant. Was einen vielleicht so ein bisschen zurückwerfen kann oder einfach, dass man mal die Wartung bezahlen muss für Maschinen. Also nicht nur diese Unterhaltskosten, sondern wirklich auch irgendwie alle 10 Betriebsstunden, weiß ich nicht, für so einen großen Drescher 10.000 Euro oder so. Ja, es gibt ja auch schon irgendwie hier so eine Mods. Es gibt ja auch schon hier Ampel-Mod, dass wenn du da über eine Ampel fährst, irgendwie, dass du da Strafe zahlen musst oder irgendwie. Dein Hof musst du dafür. Aber immer finde ich sogar gut. Ja, wobei der damals auf dem Multiplayer zumindest nicht so richtig schön funktioniert hat. Ey Leute, jetzt mal ohne Spaß.
Seitdem ich das Hardcore Let's Play vor eineinhalb Jahren gesehen habe, hatte ich dann keinen Bock mehr mit den größten Maschinen zu arbeiten. Also. Ja, ich finde auch, das Schöne an Twivers war halt damals wirklich, wir hatten eigentlich bis zum Ende, das fing eigentlich gerade an, dass wir so alles hatten. Und genau da haben wir aufgehört. Wir haben halt in Folge 300, glaube ich, den Cerion gekauft und den Jaguar-Häcksler. So um den Dreh war das. Und ja, dafür haben wir halt fast ein Jahr gebraucht, ne, bis wir uns dahin gearbeitet haben. Und dadurch, dass wir dann halt immer noch teilweise kleine Maschinen hatten, konnten wir halt immer noch ein Jahr weiterspielen. Ohne, dass man jetzt das Gefühl hatte, dass da noch so, dass man jetzt schon alles hatte und gar nichts mehr kaufen musste. Ich fand aber auch die Folgen auf der Micmap ganz schön cool, wo ihr ja am Anfang alle einfach nur diese Fulltime hattet. Bist du noch zu retten? Nein. Ja, Mick war eigentlich immer irgendwie cool, hat irgendwie willst was gemacht. Ich weiß, ich bin krank. Willst du Traktor-Pulling machen oder was? Besonders dann am Ende das Feld, das ganz große. Fand ich immer relativ cool. Mein ganz große. Also Max will mit mir kuscheln. Hab's gerade gesehen. Ja, richtig krass. Meine Maus spinnt gerade mal wieder. Ich drehe immer so die Sicht. Du schlärmst. Ja. Ja, Traktor-Pulling oder ich weiß gar nicht, ich glaube Full-Pull oder so heißt das. Jetzt kommt so eine neue Serie auf D-Max, die sich halt mit Traktor-Pulling beschäftigt. Ja, oh Mann. 20 Tonnen oder ein Traktor 20 Tonnen. Kam auch schon mal irgendwie Farmer Forever oder so. Ja, aber das war ja nicht Traktor-Pulling, das war ja mehr so Landwirtschaft allgemein, aber da gab es ja mega wenig Folgen leider. Echt sagen, leider. Wobei ich das eigentlich auch ganz cool fand, die Serie. Also die war eigentlich interessant dadurch, dass die auch ein bisschen Abwechslung, dass die dann nicht nur einen Max, Hof hatten, sondern ich weiß gar nicht, 5, 6. Also ich hatte nie immer Zeit, mir die anzugucken, weil genau an dem Tag hatte ich halt eben etwas länger Schule. Kannst ja auf dmax.de in der Videothek gucken. Ja, genau, gucken. Und da musste ich sie mir halt eben immer im Internet. Ich gucke die wieso immer in der Videothek, weil da hast du weniger Werbung. Also du sparst ja locker 10 Minuten oder sowas beim Anschauen. Dann kannst du mehrere Folgen hintereinander gucken. Und die kannst du ja auch schon vor Release meistens gucken. Last Cave. Wird immer cool. Also halt eigentlich nur Vorteile. Die Videothek. Und D-Max hat ja das sowieso ganz gut hingekriegt. Wenn man das mit anderen Fernsehsendern vergleicht. Also D-Max hat echt mit die beste Videothek, finde ich. Weil die auch fast alles an Serien hochladen. Ups, und da ist einer weniger. Julius, warum hast du noch nicht dran eigentlich? Da waren es nur noch 9. Irgendjemand hat hier mitten im Feld ein Stück Gras gemacht. Aber ich finde eigentlich auch D-Max ist irgendwie mehr so der Sender für Jugendliche und so, für auch für so Erwachsene so. Ja, ist halt Männersender. Weil da kommt mehr so, ich sag jetzt mal so spannenderes Zeug, zum Beispiel so Flussmonster oder. Max kommt immer noch. Flussmonster, also diese ganzen Angelserien finde ich eigentlich alle ziemlich langweilig. Goldrausch in Alaska ist geil. Goldrausch in Alaska ist eigentlich die geilste Serie, die die haben. Ja, die gucken. Was richtig geil war, so vor 10 Jahren lief da immer Monster Garage, das war witzig. Kennt das noch einer? Goldrausch in Afrika noch besser. Monster Garage. Nee, kenn ich nicht. Da hatten die eine Woche Zeit auf dem Schrottplatz, irgendwie mit 5 Leuten. Da gab es immer 2 Teams, auf 5 Leute. Und die mussten dann eine Woche lang, durften die über einen Schrottplatz gehen, sich da Kram holen und daraus was bauen. Und die hatten halt irgendeinen Auftrag, ein Fahrzeug zu bauen, was weiß ich, was irgendwas Bestimmtes konnte. Ich glaube, das gibt es sogar noch, aber nur auf anderen Sendern, nicht jetzt mal auf D-Max. Aber das habe ich auch schon mal irgendwo. Kennt ihr die Monsterjäger? Nee, das kenne ich nicht. Ja, doch, das ist scheiße. Alter, die zwei Serien wollen mich hier echt wegbringen. Ist doch Klaus Bros. Okay, warte, lass dich mal ein bisschen zurückfallen, dann kann ich überladen. An... Ja, warte. Oh. So, alle ich bin jetzt verabschieden. Kann ich mal ein bisschen bei Feld 21 und weiter dreischen, wer Bock hat. Max, was bringt das? Denn würde ich sagen, ich bleib noch ein PS. Ja, gar nichts. Also der Geilheit halber. Weil geil. Ich war mit 11 km/h, Max. Haha. Ich mach 10. So, oder der Internet. Ja. Aktivier auch 10 km/h, dann kannst du dich überladen. Er ist 25 Tonnen, Alter, wie beschämt. Hier kam aber so viel runter. Ich meine, es ist halt Raps, aber gut. Aber ich finde auch, der Drescher von Guten, der New Holland, der ist auch relativ schneller als der hier. Als meiner hier. Der hat halt auch die meiste Leistung PS-mäßig.
Ja, aber der Klass ist selbst schlechter als der Case. Ja, ja, der Klass ist ja auch der kleinste, mit Abstand der kleinste hier. Du bist leer, Max. Wobei, das sind im Endeffekt alles High-End-Thresher. Mehr geht im Endeffekt nicht als ein 87 oder ein 1090 oder ich weiß gar nicht, 7790 oder wie heißt der Case? Irgendwie sowas. Oder 7990? 9930, genau. Da hatten wir ja auch lange Zeit auf Tour was. Ich glaube ab Folge 150 rum. Also anderthalb Jahre fast. Das war ja eigentlich. Also, in LS ist. Das ist ja auch ein Problem, was man in vielen Bereichen hatte. Beim beim Mod-Contest kam jetzt dieser Big X Häcksler raus, der relativ geil ist. Ja. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich richtig cool finde, weil wenn du einen Häcksler nehmen wolltest, hast du entweder den Big X genommen, den 1100er vom Spiel, oder du hast den Jaguar-Häcksler von MB3D als Mod genommen. Der hatte aber 9 Meter und bei 9 Meter, weiß nicht, das ist eigentlich schon wieder zu groß für einen Hof, für einen kleinen Hof, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Lohnunternehmen oder sowas bist. Und mit 6 Meter ist der Big X halt so einer, den man sich vielleicht so gerade noch als Landwirt holt für seinen eigenen Hof, wenn man dann unbedingt selber einen Häcksler haben möchte. Aber ich habe auch gehört, also irgend so ein, auch ein anderer YouTuber, kann mir halt eben immer nicht so gut die Namen von den LS-YouTubern merken. Der macht jetzt auch irgendwie einen Landwirtschaftssimulator, irgendwie so ganz cool eigentlich. Da gibt's auch so einen Trailer. Hey Max, das sieht aus wie zwei Bodyguards. Ja, echt klar. Die guten. Also der macht auch einen Drescher oder was? Mähdrescher? Häcksler. So. Ach, hey, guten, du hast ach ein Spiel oder was? Ja, der macht hier. Das ist auch so ein österreichischer YouTuber. Hä? Oh, hier ist Stau wie ich meine, eigentlich an österreichischen LS-YouTubern fällt mir nur Markus ein. Philipp. Martin. Nee, ja, was ich laber, irgendwie Deutscher oder so. Ich weiß, irgendwie nur mit C fängt er an. Ich weiß es aber nicht mehr. Mit was C? Macht? Die Bodyguards kommen wieder. Du stellst mich Klaus. Echt vor Fragen. Alter, was hier ein Durcheinander. Warte, so, jetzt reicht's mir. Ich guck auf YouTube. Wie heißt der? Boah, Alter. Also, heute in der Folge. Guten ja. Hat zwei Bodyguards hinter sich. Warte mal, ich werd mal was. Und jetzt greife ich meine Bodyguards an, mein Spaß. Okay, GG. Bis zum Rambo. Alter, wir haben jetzt in 20 Minuten oder so das komplette Feld hier bald. Ja, und ich habe jetzt 32 Tonnen. Ja, aber jeder hat ja was. Sind ja noch ein paar andere da. Irgendwie nach 35 Folgen oder so war noch auch beim Hardcore Let's Play 200 Tonnen Raps oder so, ne? Jetzt könntest du mal versuchen. Ja, irgendwie 200 Tonnen Raps und dann haben wir um Folge 100 rum, glaube ich, verkauft. Hättet ihr das mit dem Standard-Crasher gemacht, dann hättet ihr 30 über 30 gebraucht. Gardehol, genau. Den Gardehol. Für ein Feld. Gardehol? Wie ja, das Gardehol aussieht mit einfach. 50.000 Abonnenten da oder ja, irgendwie. Aber Gardehol fängt doch nicht mit C an. Ja, ich hab. Einmal bremsen, Max. Also ich würde sagen, das fängt jetzt mit G an, Gardehol. Ja, ja, fängt auch mit G an. Aber... Ich wusste nicht mehr ganz genau den Namen. G und C werden doch ähnlich geschrieben. Ja, aber ganz ehrlich, diese ganzen, ja, Spiele, die LS im Endeffekt den Rang ablaufen wollen, bis jetzt war noch keins davon auch nur halbwegs gut. Also und ich find, dass, wenn sie irgendein Spiel rausbringen... Bis das da ist, wo der LS ist, müssen wir davon auch erstmal mehrere Teile rausbringen, weil so ein Spiel muss sich erstmal weiterentwickeln. Weil ganz ehrlich, Agrarsimulator, eigentlich die meisten Sachen, die es als Konkurrenz gab, hatten teilweise witzige neue Ideen, aber die Umsetzung war so schlecht, dass man nie wirklich dazu kam, diese Ideen auszunutzen. Wenn man Farmexperte, Landwirt 2014, Agrarsimulator und wie sie alle hießen. Ich finde aber auch ganz schön, also die ich waren fand auch jetzt mit Abstand schlecht, ey. Ja. Aber ich und ich glaube auch nicht, dass irgendein neuer Simulator Landwirt 2016 oder wie er heißt, da irgendwie was macht, das glaube ich gar nicht. Aber ich fand eigentlich noch relativ, ich hatte mal die Idee, wenn man so alle also jeder Landwirtschaftssimulator hat irgendwie was Gutes. Zum Beispiel, mir gefällt jetzt bei dem, der diese Gardehol da macht, fällt mir gut, dass man zum Beispiel auf den Pfützen, also wenn es regnet, dann kommt auf den Feldern so Pfützen und so, dann kannst du das gibt es ja auf Mod-Maps teilweise auch. Ja, ja, aber ich finde das nicht so schön und da ist dann so richtig... Na, die Frage ist halt, wie ist am Ende die Performance? Wenn das so wie beim Agrarsimulator ist, dann ist es halt wieder scheiße. Dann kann man besser auf so Pfützen verzichten und kann das Spiel dafür vernünftig spielen.
Aber ich würde es cool finden, wenn man einfach alle Landwirtschaftssimulator irgendwie so ein bisschen vermischen würde. Oh, das ist zu viel Gas nach hinten. So. Ja, aber ich würde sagen, die Zuschauer können ja ihre Meinung dazu auch mal in die Kommentare schreiben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.